Rosen, Lilien und Gerberas säumten am Montag den ehemaligen Todesstreifen in der Bernauer Straße. Zum 51. Jahrestag des Mauerbaus legten nach einer Gedenkfeier in der Kapelle der Versöhnung unter anderem Innensenator Frank Henkel und der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit einen Kranz gegen das Vergessen nieder. Demokratie ist ein hohes Gut und muss jeden Tag neu gelebt werden, muss auch verteidigt werden. Und deshalb ist es wichtig, sich an die eigene Geschichte zu erinnern, an die Diktatur, an die DDR-Diktatur, an das Unglück, was die Mauer über viele Familien, Tausende von Menschen gebracht hat. Gegen das Vergessen wurde auch auf den Schulhof des Gabriele-von-Bülow-Gymnasiums ein Stück DDR-Geschichte gerollt. Vergangenheit zum Anfassen in Form eines ehemaligen Gefangenentransporters, dessen Äußeres nichts von den Schreckensszenarien im Inneren verriet. Das mobile Lernzentrum mit 7 Hörstationen soll Schülern das Schicksal von politischen Gefangenen von der Festnahme bis hin zum Gefängnisalltag näher bringen. Dieses Fahrzeug fährt auf den Schulhof und die Schüler können sich vor Ort anschauen, wie die Stasi ihre Häftlinge behandelte und sich dann weiter informieren. Und das ist, glaube ich, eine interessantere Art des Unterrichts, als nur im Schulbuch darüber zu lesen. In einer der winzigen Gefangenenboxen im ehemaligen Transporter befand sich 1987 Mario Röllich, der auf seinem Weg in die Freiheit von Kopfgeldjägern verraten und von der Stasi verhaftet wurde. Auch er musste damals in einen dieser Lieferwagen einsteigen. Die Stasi-Leute, die diese Autos fuhren, hatten über ihren Uniformen die Kittel des jeweiligen Lieferunternehmens an. Und mit vorgehaltener Maschinenpistole hieß es nur rein da, nicht wohin, nicht was aus jemandem wie mir wird. Und dann schrie mich der Stasi-Mann an, sie wären schon sehen, wo wir sie hinbringen. Wir sind von der Staatssicherheit, wir müssen nicht freundlich sein. An Mario Röllich, aber vor allem an die Toten an der Mauer, erinnern die Kränze an der Bernauer Straße. Denn nur wenn man nicht vergisst, werden Opfer zu Siegern der Geschichte.